Und damit recht herzlich willkommen zurück zu The Hunter Call of the Wild im Multiplayer zusammen mit dem Boxfresh von den Burning Gamers. Und dem Ansgar von, warte mal, Moment. Dem Zengis. Dem Zengis von Nordrhein TV Play. Aber Freunde, komm ich schon durcheinander. Für sowas haben wir keine Zeit. Der steht. Service machen. Wo ist er denn? Da hinten ist er. Aber bis dahin kommen wir nicht, oder? Wir können es probieren. Das ist ja, das. Okay. Aber warte, ich habe die Luft zu lang angehalten. Oh. Probiert das einfach? Ah, nein. Hä? Hast du es probiert? Was zum Teufel? Er steht da hinten einfach. Der ist da noch. Du kannst draufziehen noch. Nee, der rennt da. Der kommt. Der kommt. Bruno kommt. Ich habe gerade zu viel Luft angehalten. Rennt da wieder rum. Ja, wo ist der denn? Muss mich erstmal. Aber ich keine Ahnung, ob der jetzt gleich der gleiche ist. Lass erstmal hier diese Spuren weiter gucken. Ja. Boah, jetzt haben wir wieder einen angeschossen. Verdammt, wir sind solche schlechten Jäger. Ah, hier, ne, das ist der. Ich komme schon ganz durcheinander, weil manchmal, ne, manchmal nehme ich mit Ansgar auf, manchmal mit Zengis. Ja. Aber jetzt gerade, ich weiß nicht, war auch ein bisschen. Ah. Das ist gut. Ah, Blut? Blut. Ich glaube, das ist der. Das ist der gleiche, habe ich so im Gefühl. Ja, oh, warte mal. Hä? Was zum. Da ist er! Nachsetzen, er kommt! Angreif! Ey, der greift uns an! Wir müssen jetzt nachsetzen. Alter! Er lädt nach bei mir. Ja, der backt vollkommen wieder rum. Wo ist der? Da ist er, da liegt er. Da ist er. Ja, ganz ehrlich, der hat meiner Meinung nach wieder rumgebackt, oder? Nein! Hä? Also bei mir hatte der immer so Pausen. Aber das ist der nicht gewesen, meine ich. Das ist der, oder? Hä, welcher soll das denn sonst sein? Ich guck jetzt mal. Ja, so. Guck du mal nach. Ja, klar. So. Alter Zengis, was geht mit dir? Was ist denn? Was hab ich? Also, es ist ein Schwarzbär, männlich. Ja. Gewicht 201,68 Kilogramm. Ja. Feld hat normal, ja. Trophäen hat Schädel. 522 Punkte. Mhm. Entfernung 36,28 Meter. Okay, ja. So, erster Schuss, Zengis. Muskel getroffen, 31%. Wo, welchen Muskel? Steht ja gar nicht. Achso, Muskel. Dann. Aber wird auch angezeigt, wo ich. Achso. Na, aber egal, Muskel. Nee, da, ich find's immer interessant, wie die Kugel dann da reinkam, naja. Im Gesicht. Im Gesicht, ja, wunderbar. Ja. Gesichtsmuskel. Dann dann, pass auf. Ja, aber nee, der tödliche Treffer war, komme ich gleich zu. Mhm. Dann, zweiter Treffer. 31% Zengis, wieder Muskel. Dann kommt wieder Zengis, Muskel, Schulterblatt rechts. Dann komm ich, Muskel, Magen, Darm, Lungenflügel links. Also 37%. Das klingt so makaber einmal. Und dann kommst du mit dem fünften, Zengis, ne? Muskel, Schädel 1%. Also voll ins Gesicht sozusagen. Okay. Ja. Und da hinten läuft jetzt noch jemand rum. Wo? Ja, irgendwo da ist noch einer. Agat, lass mal bitte rüberlaufen, was da Sache ist. Also, ob das der. Das war nicht der, oder? Hm? Nein. Der kann ja nicht so schnell sein, auch wenn er kurz verschwunden ist. Ich glaube jetzt nicht, dass der kurz abgetaucht ist und dann wieder da aufgetaucht ist. Oh, das war ja krass. So, ich renne jetzt erstmal rüber. Weil ich habe die anderen Spuren jetzt auch verloren, gerade. Also, ich glaube, dass. Entweder der Bär, den wir da hinten gesehen haben, war der Verletzte von vorhin und der war einfach ein neuer, der uns angegriffen hat. Nee, das glaube ich, glaube andersrum. Also, der uns angegriffen hat, war der von eben. Ja, stimmt, das ist eigentlich wahrscheinlich auch. Aber wir müssen jetzt mal gucken, wo. Ich meine, hier irgendwo habe ich. Bei mir Spuren weg, irgendwie ganz komisch. Wo sind keine Spuren? Oder ist das der tatsächlich gewesen? Spuren von ihm verschwunden jetzt sind.
Das wäre natürlich krass. Wie soll der das geschafft haben? Wie schnell sind die? Er war ja auch verletzt. Keine Ahnung. Dann hat er noch mit dem letzten Adrenalinschub Unmögliches geschafft. Also ich sehe nichts. Warte mal, Licht. Warte mal, wenn ich Licht anmache. Ist ja noch nicht, nicht Abend. Keine Ahnung. Können wir noch so viele Kornkreise hier reinrennen. Oder hier irgendwo? Vielleicht hockt hier noch einer und lauert. Ah, was machst du hier für ein Lärm? Ja gut, ich würde sagen, lass uns mal da hinten hinrennen, da wo 700, also in 790 Metern, da müsste noch irgendwie ein Aussichtspunkt sein. Das war ja unser Ziel. Ja. Warte mal. Sollen wir da ganz klassisch hinlaufen oder sollen wir kurz ein Zelt bauen und dann... Achso, Quad oder was? Geht ja auch, dann können wir ja immer wieder... Aber wir können ja nicht durchs Wasser, ne? Das geht nicht. Doch, das geht. Da ist ja kein... Das ist ja nur so Sumpf, oder? Wir können ja mal zum Wasser gehen erstmal. Es regnet sowieso wieder. Dann glaube ich... Ich hoffe, also ich muss mal schauen in den kommenden Folgen, ob das mit dem Sound so in Ordnung ist, weil... Ich finde das wahnsinnig schwer abzuschätzen. Ja. Also. Aber da könnt ihr sehr, sehr gerne Feedback schreiben. Ach nee, das ist tatsächlich ein Fluss. Man muss echt sagen, also diese Landschaft hier ist richtig krass geil, ne? Also. Mount Kraken. Kraken. Aber hier können wir doch nicht, oder können wir schwimmen, ne? Nee, ich glaube nicht, ne? Aber das ist so. Nee. Nein. Aber dann müssen wir sowieso außen rum. Deswegen ist ein Quad eigentlich besser. Dann gucken wir uns eine schmale Stelle aus. Ja, dann find das. Ach, dann müssen wir darüber. Ja. Ja, ich sehe schon die Stelle, wo wir rüber müssen. Oder wir müssen einmal ganz rum oder da unten rum oder da oben rum. Können wir uns aussuchen. Ja, dann Zelt. Zelt bauen. Moment. Falsches Zelt. Falsches Zelt. Richtiges Zelt. Moment, kann ich nicht aufbauen. Bauen wir es mal wieder mitten ins Wasser. Boah, das hat so ein bisschen was von so einer Rettungsinsel gerade hier, wenn man so rausguckt. Ja. Im Wasser. Naja, so. Garage. Jetzt nehme ich auch mal das rote. Anfordern. Dein Fahrzeug ist da. Hat so ein bisschen was von GTA oder so, ne? Ja, da. So. Ja, und jetzt knallen wir mal wieder hier über die Piste. Sollen wir oben oder unten rum fahren? Also ich hab, warte mal, auf Karte. Ihr könnt besser. Och nee. Was hast du gemacht? Was hast du mit mir gemacht? Es brennt wieder. Hä, mein Ding ist weg, mein Quad? Hä? Hä, hey, das ist ein Wasser! Das ist ein Wasser! Hallo? Bist du gegen mich gefahren? Nein, aber mein Quad brennt. Oder was? War ich im Menü? Ich weiß nicht. Hä? Das jetzt hier? Ja, raus, geht das? Warum brennt mein Quad schon wieder? Und es steht im Wasser, immerhin. Ja, du kannst es aber herholen. Mach. Ja, werde ich wohl tun müssen. Oh, ist das ärgerlich. Was ist denn da gerade passiert? Ich weiß nicht, was da passiert sein soll. Dann such dir, Weißt du? Such dir mal bitte den Weg aus. Achso, soll ich markieren? Ja, mach du mal. Ich würde nämlich vorschlagen, wir probieren es mal oben rum. Jetzt mal einen Wegpunkt gesetzt. Das ist noch ein gutes Stück, aber... Oh, sorry. Da müssen wir ein bisschen heizen. Oh. Wow. Super. Boah. Aber Leute, wir waren erfolgreich. Wir haben ein Bär. Ah, Wasser. Guck mal, wie die Meter runtergehen. 660, 650, 640. Ja. Aber die sind auch echt gut unterwegs hier. Jetzt gerade zwar nur knapp 40.
kurz. Mal kurz gucken. Ich muss den Ton gerade mal kurz ein bisschen leiser machen. Habe ich ja auch gerade gemacht. So, weiter geht's. Oh! Ah! Voll gegen Baum gefahren. Du bist der Führer, ne? Ja, ja. Bitte nicht! Ja, so. Der Mannschaftsführer. Also, eigentlich besteht unsere Mannschaft nur aus zwei Leuten, aber... Ach, guck mal, was war das denn da? Oh! Ich habe mich gedreht. Da war ein Baumstamm. Brennst du? Bist du runtergefallen? Nee, alles gut. Okay. Ist ja alles halb so wild. Aber wie das Quad einfach manchmal anfängt zu brennen, so random, so. Jetzt brenne ich nicht. Oh, war gerade komplett unter Wasser. Wahnsinn. Ja, natürlich, liebe Leute, das ist natürlich nicht richtig realistisch jetzt, ne? Also wenn man das mal, wenn man komplett durch Wasser fahren kann, einmal so. Naja, kurz geht das. Ganz kurz, also. Ja, aber ich meine, wie wir manchmal gegen Bäume fahren und... Oh, shit. Oh, nee, alles gut. Boah. Aber das macht Spaß, also es ist schon, macht Laune. Ja, und wie gesagt, ich bin echt irgendwie ein Freund von dieser Physik. Ich finde das schön. Ja. Es ist jetzt wahrscheinlich nicht so das Nonplusultra, also natürlich gibt es da bessere und so, aber ich meine, das Spiel ist absolut, es ist ein Jagdspiel. Mein Quad brennt. Hallo? Das ist ein richtiger Klassiker. Hallo? Oh, Da jetzt auch? Da ist ein Bär über mich drüber gerannt! Was? Da ist ein Bär! Hä? Was? Ich wurde von einem Bär überrannt! Ohne Scheiß! Hä? Hast du den angefahren? Ist der tot? Nein! Der ist da hinten irgendwo hingerannt. Die müssen auf die Spuren sein. Ja, hier. Was? Auf einmal hatte ich hier so ein bloody Screen. Alter! Ich dachte gerade, was ist das denn? Okay. Ja, irgendwie mein Zelt. Also, ich bräuchte jetzt so. Ey. Sorry. Soll das? Dann warte mal, mein Zelt. Habe ich. Ich hab das eine Zelt. Wo ist das? Ich habe ja nur noch dieses Cognito Deluxe. Was ist das denn jetzt? Hallo? Hier? Du hast mich weggepfeffert. Was? Ich bin auf... Was ist hier los? Ey, das ist immer, wenn ich auf eine Karte gucke, das ist voll komisch. Ja, komm mal her. Hast du ein Zelt aufgebaut? Nee, noch nicht, aber ich hab's in der Hand. Komm ich jetzt rüber? Ja. Warte, geh mal weg da. Des Willen, ey. Zeltplätze werden auch immer besser, ne? Ja. Hast du sagen wir mal. Füße? So. Sorry. Aber so ein Zweierquad wäre jetzt natürlich ideal, ne? Das stimmt. Junge, nee, oder? Mein fängt schon wieder Feuer, oder? Nee. Ja, los jetzt hier. Fahr mal weiter. Ey, fahr du vor. Du hast keine Reifen mehr bei mir. Ey, alles gut. Fahr doch. Oh, das ist so chaotisch. Unser Ziel ist es hier in dieser Staffel noch 1,2 Kilometer zu... Nee, 1, ja, 1 Kilometer. Bist du? Ach so, da... Ich habe wieder die E-Ausführung, mein Quad ist leise. Das war für die Aufnahme. Alter, das habe ich noch nicht gehabt. Naja, kann nicht jeder ein E-Quad haben. Ich habe gerade sowas von Speed drauf, ne? Ich höre nur dieses Knistern, das ist voll angenehm. Ja, manchmal. Rennt eins? Nein. Manchmal quietscht es so, ne? Hast du auch diese. Ja? Aber der Bär, der mich da überrannt hat. Ah.
Puh. Ja? Schon wieder. Ey, was ist das? Was? Warum brennen meine... Warum brennen meine Quads immer? Also, ich bin gleich da, ne? Ja, ich kann laufen. Egal. Soll ich zu dir kommen? Soll ich dir ein Zelt bauen? Ich fahr doch ganz normal. Was ist denn das, ey? Aber meins hat jetzt auch schon ein paar Mal random angefangen zu brennen. Hallo. Ey, was warst du da? Was? Du stehst mitten im Was ist schon wieder hier? Wenn du aufsteigst. Hier ist ein Zelt. Ich schieb's erstmal hier raus. Ey, jetzt geh mal weg da. Hast du aufgebaut? Freu dich lieber über das schöne Tarnzelt hier. Das ist so gut getan. Wo hast du das jetzt schon wieder aufgebaut? Ey, ich glaube, die Zuschauer werden uns diese Staffel nicht mögen. Weil irgendwie machen wir überhaupt nichts. Also außer am Bär. Ja, aber wir wollten da hin. Dann brennt dein Quad. Eigentlich haben wir die Strecke innerhalb von keine Ahnung wie viel Minütchen. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich find's cool. Also es macht mal richtig Spaß. Es ist... totaler Ja, es ist... Schwachsinn, aber schön. Ja. Manchmal muss das mal so sein. Boah, vor allem ist es so laut. Ey, was ist das? Nee. Nee. Also jetzt reicht. Jetzt reicht. Brennt die Karre schon. Ja? Was ist das? Muss ich das irgendwie reparieren nochmal im Shop oder so? Nein, eigentlich nicht. Deine Räder sind nicht da. Dann siehst du das, was ich gerade gesehen habe. Super, ne? Oh Mann. Oh. Wir sind schon bei 17 Minuten, Zenges. Ja. Fahr mal ganz lässig neben dir. Du läufst übrigens immerhin 12 km/h. Wow. Ach, nee. Nee. Oh. Versteh das nicht. Aber warum fängt das Ding die ganze Zeit an zu brennen? Und warum hat es keine Reifen? Ja, aber auch nur bei mir irgendwie. Ja, bei mir war es aber auch schon mal. Ja, ich glaube einfach, dass im Multiplayer ist das immer so eine Sache. Ja, ich meine, theoretisch, wenn du bedenkst, dass das Ding kann ja Schaden kriegen. Und wenn du jetzt einmal kurz ein bisschen hin und her backst, dann zack, hast du irgendwo aber gegen gehauen. Ich bin ja sozusagen in deiner Spur gefahren, ne? Das hat mich halt gewundert. Oh. An einen sicheren Ort zurückgekehrt. Ha? Ne? Wir sind an einem sicheren Ort zurückgekehrt, das ist nett. Hier gibt's keine Bären mehr, das Ding ist überfallen. Ja. Aber wir haben es gleich geschafft und ich würde sagen, dann... machen wir Ende. Achso, du musst jetzt laufen, och nee. Ja, 200 Meter, das ist ja nicht ganz fix gemacht, oder hoffe ich zumindest. Ich schau schon mal, ob hier ein Bär ist, der dich anfallen kann. Ah, liebe Leute, sportlich unterwegs heute hier. Aber echt Wahnsinn, wie der mich angerannt hat da. Gleich ist kaputt, mein Quad. Ja, ihr könnt mal sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so, so welchen Folgen haltet. Oder was ihr von welchen Folgen haltet. Ich meine, wie gesagt, wir sind nicht so viel auf Tiere jetzt gegangen. Man muss auch sagen, ja, das ist jetzt das erste Mal, dass wir mit den Quad spielen, so ein paar Stündchen. Mal was anderes, wenn man dann die ausgetestet hat. Ja, ich weiß, das ist halt die... Hilfe, Windows, hallo. Ja, guck mal, das ist genauso, wenn du was geschenkt bekommen hast, dann möchtest du es natürlich erst testen und ausprobieren und... Ja, oder bei so technischen Spielereien, so gerade so, wenn man so ein bisschen jünger war, dann hört man sich immer an, boah, du bist so süchtig und so, ne? Bist du dann auch, ja, aber halt, achso, wieso, was mache ich eigentlich hier? Dennis, ich warte auf dich, also, ja... Guck mal, hier, kannst du das Feuer anmachen? Hast du ein, Das Schild... Boah, das... Wenn man aufsetzt, dann kommen richtig Funken, ne? Ja, okay. Warte, Handbremse? Ohne Räder, ich glaub's nicht. Aus! Sprühen wenigstens Funken? Ja.
Ja, aber alles bleibt richtig. Bleib da bitte. Ach, bleib doch da stehen, Junge. Nein, nee, oder? Komm, jetzt wird's. Nee, so, sorry. Jetzt steige ich. Was ist das denn? Ich wollte es probieren. Ich wollte es probieren. Okay. Ja, es steht da oben. Erstmal. Ja. Also, wir machen uns jetzt ein Feuerchen an. Wir grillen uns jetzt unseren Bären und dann. Ja. Sehen wir uns. War's das mit der Aufnahmesession? Und mit der Folge? Genau. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, genau. Es kann, wie gesagt, es kann immer dauern, bis wir dann wieder das nächste Mal aufnehmen. Muss man wirklich nochmal sagen an dieser Stelle. Das wissen wir jetzt noch nicht. Aber wir schreiben immer wieder zwischendurch und ihr schreibt dann natürlich auch, wann kommt die nächste Folge. Ja. Ja, und irgendwann sind wir dann wieder vereint auf der Jagd. Genau. Ja, ich würde sagen, hat Spaß gemacht. Also mir hat es ziemlich Spaß gemacht, auf jeden Fall. Was für ein. Ach, es ist so, ich weiß nicht, ich hoffe wirklich, dass ihr da draußen, sag ich mal, ihr Zuschauer, dass ihr das nachvollziehen könnt. Es ist so diese kindliche Freude über was Neues. Es ist wirklich so dieses. Juhu. Dieses total stumpfsinnige, so, ui, guck mal, toll, ne? Aber das macht auch so viel Spaß. Und das ist sowas, was ich bei so Spielen tatsächlich auch immer wieder empfinde, ne? Finde ich immer toll, wenn ein Spiel das hinkriegt. Also. Ja. Auch wenn das vielleicht dann. Oh, lass mal kurz auf den Tower gehen. Auch wenn da jetzt mal ein Quatsch steht. Das müssen wir noch kurz machen. Das müssen wir noch. Guck dir den Mond an. Okay. Digga, ey, also. Weg mit dir jetzt hier. Egal, bleib da stehen. Wir können auch hier stehen bleiben. Einfach nur für ein schönes. Das sieht echt geil aus. Für ein schönes Bild. Also, das musste jetzt einfach noch sein. Also. Ja. Guck dir das an, ey. Dieses Spiel, also die Grafik von diesem Spiel, die haut mich irgendwie immer wieder von den Socken. Aus den Socken? Von den Socken. Schau dir das an. Boah. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Gut, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.